Verehrte Zuschauer, jetzt laden wir Sie ein zu dem Spielfilm Krieg und Frieden. Der russische Schriftsteller Leo Tolstoi schilderte in seinem gleichnamigen Roman das Leben im Zarenreich während der Napoleonischen Kriege. Der 1956 mit großem Aufwand gedrehte Spielfilm konzentriert sich auf einige wenige große Moskauer Familien und ihre Schicksale vor dem Hintergrund des historischen Geschehens. Im Mittelpunkt der dramatischen Handlung stehen Audrey Hepburn als Comtesse Natascha, Henry Fonda als Pierre und Mel Ferrer als Andrei Bolkonski. Wir zeigen Ihnen den überlangen Film in zwei Teilen. Teil 1 endet kurz vor 19 Uhr und Teil 2 beginnt um 20.15 Uhr. Sehen Sie also jetzt den ersten Teil von Krieg und Frieden. Teil 2 des Spielfilms Krieg und Frieden zeigen wir um 20.15 Uhr. Wir zeigen Ihnen nun, verehrte Zuschauer, den zweiten Teil des Spielfilms Krieg und Frieden nach dem gleichnamigen Roman von Leo Tolstoi. Im Mittelpunkt der dramatischen Handlung stehen Audrey Hepburn als junge Comtesse Natascha, Henry Fonda als Pierre und Mel Ferrer als Andrei Bolkonski.